Menüsurprise wird Ihnen präsentiert von Spar, Force und Stellongi. Herzlich willkommen bei meiner Surprise. Heute mit Martin Bäumle. Wie viel Geld hast du zur Verfügung gehabt? Ja, ich habe es relativ gut gehabt. Ich habe es krank gezogen. Von dem her ist das sicher eine gute Ausgangslage für dich. Oh, das nimmt mich jetzt Wunder. Ich packe jetzt aus. Unterdessen seht ihr, wie der Martin Bäumle einkauft. Ja, dann schauen wir mal, ob der Finanzdirektor ein gutes Händchen hat in Geldfragen. So, mal schauen, ob da 30, 50 oder 70 Franken. 70 Franken wäre natürlich das Optimum. Aber wir probieren es mit der goldigen Mitte. Mal schauen, was da dabei rausschaut. Das sieht doch gut aus, 70 Franken. So, Käse ist immer eine gute Zutat. Etwas so Gorgonzola-ähnliches, das kann man sehr gut brauchen für alles. Das nehmen wir doch einmal dabei. Grüezi. Wohl. Was? Darf ich Ihnen geben? Ja, sicher etwas aus der Schweiz. Vom Budget her kann ich mir auch etwas leisten. Also würde ich vorschlagen, nehmen wir etwas Rindsfilet-mässig. Rindsfilet-mässig, gell? Herzlichen Dank. Schönes Tag noch. Wieder schauen, Messi. Gut, sicher etwas Gemüse. Zur Erinnerung, alles, was Martin Bäumle für die Sage und Schreibe 70 Franken zusammenkauft, muss der Beat Uff auch brauchen. Und das ist offensichtlich recht viel heute. Sehr gerne Morchel habe ich, das passt sehr gut zum Fleisch. Normalerweise nehme ich die getrockneten, aber weil ich weiss, dass der Beat nur eine halbe Stunde Zeit hat, nehme ich es ausnahmsweise mal aus dem Kühlfach. 61,95 bitte. Sehr gut. So. Wunderbar. Und alles Geld braucht man nicht, was auch völlig richtig ist. Man muss immer alles ausgeben, wenn man eigentlich genug hat. So. Das Letzte, das ich noch rausnehme, das ist ein Oberschein. Das ist relativ viel, aber es ist lässig. Du hast ja nur 62 Franken ausgegeben. Ja, ja. Aber das, ja gut, als Finanzdirektor genau. Von Dübendorf ist das klar, lieber weniger ausgegeben, als man zur Verfügung hat. Genau, das ist so. Schwierig. Also das Schwierige ist, dass es relativ viele süße Sachen dabei hat. Etwas anderes machen, als man sich denkt, sehr wahrscheinlich. Aber das finde ich noch gut mit dem Gorgonzola. Jetzt weiß ich, glaub, was ich mache. Ich hole noch ein paar Sachen zu meinem Kühlschrank aus und dann geht es gerade los. Ha? Gut. So, da haben wir noch einen Muskat dabei, den wir brauchen für unsere Morchelsauce. So, ich erkläre noch mal erklären, was wir machen. Es war nicht so einfach, aber wir machen jetzt etwas Spezielles. Du hast mitgebracht Fenchel, du hast die Oberschein zu Getti mitgebracht und die Äpfel und den Gorgonzola hast du mitgebracht mit den Haselnüsse sind es, glaube ich, oder Mandeln. Mandeln. Ich habe noch dazu gebracht ein paar Tomaten dazu, ein bisschen Basilikum und natürlich Olivenöl, das wir brauchen, Salz und Pfeffer, Eschalot und Knoblauch, wo wir ein Gratin machen mit dem Gorgonzola oben drauf und dann aber noch ein bisschen Gruyère drauf, das ich von meiner Küche rausgenommen habe. Und dann, da hinten, machen wir eine Morchelsauce draus. Die Morchelsauce machen wir mit dem Muscat machen und mit den Filet. Dazu nehmen wir den Zitronensaft und wir nehmen ein bisschen Gräpfrü dazu. Da machen wir Pasta. Die Pasta machen wir auch mit ein bisschen Basilikum noch dazu her, wo wir die Butter haben. Dann haben wir noch Kiwi. Mit der Kiwi bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich mache. Man kommt dann während dem Kochen etwas hin, das ich dir daher tue. Es muss auch irgendwie gut schmecken. Erstens mal gibt es einen ganz schönen Teller mit einem Filet, mit einer Morchelsauce drunter. Was ich noch vergessen habe, ja, das habe ich noch ganz vergessen. Ich muss noch ein bisschen Rahm haben, weil die Morchelsauce braucht ein bisschen Rahmmorcheln. Das tue ich jetzt noch her. Der Gratin wird dann schön farbig sein.
Und du wirst sehen, das schmeckt dann auch richtig gut. Wenn das im Ofen drin ist, dann wirst du sehen, da nehmen wir dann auch noch ein bisschen Gewürzchen dorthin, ein bisschen Rosmarin und ein bisschen Lorbeer nehmen wir weg. Du wirst sehen, das geht dann richtig toll in die Nase und runter. Du hast richtig Hunger noch. Das Wasser spannend, läuft im Mund. So, jetzt fangen wir an. Ich stoppe meine Uhr. Jetzt haben wir 30 Minuten. Jetzt müssen wir kochen. Wenn du mir ein bisschen helfen willst, ist das lässig. Ich nehme an, du kochst schon ein bisschen, oder? Ja, ja, mal. Also. Nicht so häufig. Nicht mehr so häufig. Nein, meistens nur am Grill das Fleisch oder so. Das ist noch das, was ich sicher immer mache. Ja, das ist richtig. So. Ich würde sagen, wenn du da die ein bisschen züpfeln willst und nachher einen ganz feinen Streifen schneiden. Oh, okay. Gut. Kannst du da hinten bei dir schneiden? Ja, das probiere ich. Am besten gerade alle. Gut, ja. Machen wir doch das. Ja, gut. Dann müssen wir das anfangen. Unterdessen tue ich die Pasta ab und hier in diesem kleinen Pfändchen drin, tue ich den Muskat ein bisschen reduzieren. Wichtig ist immer, wenn man eine Machelsauce macht, wenn du die ablöschst, tust du die Machelsauce mit Weisswein, nimmst du fast alle Aromen weg. Und wenn du den reduzierst, dann passiert eigentlich nichts. Dann heisst, gibst du nur die Säure dazu vom Wein und der Alkohol ist raus. Und dann geht das eben sehr, sehr gut. Das ist ja so, du hast ja relativ viel zu tun, wenn du all deine Schöpfe anschaust. Dann ist ja schon klar, dass du eigentlich nicht mehr viel Zeit hast zum Kochen. Das ist dann... hat schon einen Zusammenhang, ja. Passiert es dann auch etwa, dass du dann vielleicht einmal ein Sandwich am Mittag essest oder dass du etwas anderes essest? Ja, es kommt eben sehr oft vor, dass man schnell etwas einziehen muss. Aber bei mir ist es so, ich schaue mal irgendwo noch doch mal lieber am Kiosk ein Birkenmüsli rüberzukommen, weder dann eben ein Sandwich. Weil eben, ich versuche schon ein bisschen aufs Gewicht zu schauen, weil man ist dauernd Aperos, man isst eben, ich esse ja gerne gut und ein gutes Glas Wein dazu und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Als Grünliberaler schaut man dann da auch ein bisschen drauf, ob es ein bisschen Bio ist oder ob es ein bisschen, also wie es abgebaut worden ist, nehmen wir auch schon. Ja, auf jeden Fall. Also wenn nach Möglichkeit, das ist jetzt heute schwierig gewesen, weil es ein bisschen weniger auf Bio war, aber ich schaue auf Bioprodukte primär. Aber wenn ich dann entscheiden muss, ich sage jetzt, einen Schweizer Äpfel zu haben, der nicht Bio ist, und einen Bio-Äpfel aus Südafrika, dann nehme ich einen Schweizer Äpfel. Dann habe ich dann Bio, das ist dann doch mehr zu weit hergeflogen. Bei mir geht es immer um Geschmack. Geschmack ist das Allerwichtigste. Und wichtig ist halt alles, was biodynamisch angebaut wird, ob es jetzt zertifiziert ist oder nicht, das gibt grosse Aroma. Ja. Also jetzt tue ich hier ein bisschen Schalotten, tue ich ein bisschen Kakti da anzüchen, in den Butter. Du hast 2-3 Lorbeerblätter dazu. Das ist dann für die Machelsauce. Die Machelsauce haben wir ja vorne dran, haben wir hier unseren Muskat, den wir reduzieren. Und wir brauchen dann ein bisschen Saft von ein bisschen Gräpfli und ein bisschen Zitronen auch noch dazu. Das ist sehr interessant, was du da machst. Also eine Machelsauce, die ist etwas ganz, ganz Tolles. Nachher könntest du dann, wenn du noch willst, einen Äpfel schälen, den man in kleine Stückchen schneidet. Mhm. Kann ich schon machen. Dann habe ich noch gelesen, du seist Atmosphärenwissenschaftler. Die Wissenschaft ist sehr wahrscheinlich nicht, bei den meisten Leuten nicht so bekannt. Kannst du das in ein paar Sätzen erklären, was das könnte sein oder was das ist? Ja, ich mache es ja leider jetzt von lauter Politik nicht mehr. Aber ich habe Schadstoffmessungen gemacht. Also wir haben ein Motorsegler betrieben, ein Flugzeug, haben dort unsere Messgeräte eingebaut. Und haben eigentlich Luftschadstoff gemessen in der dritten Dimension, sind über Strecke geflogen, sind über Gebiet geflogen und so die Daten eigentlich dort erfasst und nachher auch Auswertungen gemacht, um eine Schadstoffbelastung im Winter und im Sommer genauer anzuschauen. Also eigentlich sehr spannend. Aber das ist schon schade, wenn du das nicht mehr machen kannst, auf eine Art. Ich habe es lange beides mit nebeneinander gemacht, das muss ich klar sagen. Und das war natürlich eine ganz schöne Kombination gewesen, die Wissenschaft auf der einen Seite und die Politik auf der anderen Seite, das auch können, das Wissen auch einsetzen. Ja. Aber jetzt mit der Gründung der Grünliberalen ist das eigentlich so quasi meine neue Firma geworden, wo eigentlich mich von mir alles voll abverlangt. Und die Wissenschaft, ja, ich bedauere es manchmal ein bisschen, dass ich für das keine Zeit mehr habe. Aber alles geht nicht im Leben. Ja, das ist schon klar, das ist schon so. Weiter unterdessen tue ich den Gratin mal anfangen, weil ich muss da ein bisschen vorwärts machen. Das sind Eschalotten und Zwiebeln, die wir drin haben, ein bisschen Knoblauch. Dann tun wir in Olivenöl anzüchen. Und hier in Olivenöl drin und... Und den Äpfel willst du sich der andere auch so schälen? Nein, nur einen. Wir brauchen noch einen. Wir nehmen noch einen. Ja, weißt, wir sind noch das zweite. Den könntest du jetzt in kleine Scheiben schneiden. Wir brauchen ihn ja für unser Gratte. In diesem Gratte gibt es ein bisschen Süße. Wegen der Gorgonzola tun wir eben ein bisschen Äpfel dazu, dass es Süße gibt. Da haben wir noch den Fenkel dazu. Tue ich hier in die Machel tue ich die Bouillon noch rein. Und ich habe hier sehr konzentriert, wie du das hier machst.
Ja, bei diesen scharfen Messern muss man sich konzentrieren. Das ist eigentlich wie so scharfe Messer im Fall. Ja, ich bin ja nicht der, der normalerweise schnurrt beim Kochen, weißt du? Also ich staune, dass du das so nebeneinander machst. Das können eigentlich nur Frauen. Und das, eigentlich ja. Ist das so, ich, muss ich auch sagen, das ist immer schwierig. Das habe ich auch ein bisschen lernen. Wir sind nicht Multitasking, nur Parallelrechner, oder? Du musst es nacheinander machen, sequenziell. Das muss einfach auch schnell gehen. So. Deine Frau kommt ja aus der Ukraine. Machen dann auch gewisse Gerichte aus der Ukraine, die ein bisschen speziell sind? Also gut, ich meine, in Russland ja. Dort hast du Bortsch und diese Sachen kennst. Bortsch, ja. Aber es gibt doch super Sachen, die wir nicht so kennen. Es ist so, ja. Also sie kocht schon mir so Sachen, die sie von sich her kennt. Und wir mischen das ein bisschen. Das finde ich eben auch noch spannend, oder? Da gibt es eine gute Mischung zwischen dem, was wir bei uns machen. Kannst du die nachher für mich? Entschuldigung, kannst du die für mich nachher so schneiden? Ja, natürlich kann ich das machen. Das sollte ich auch herbringen. Was hast du denn am liebsten von dort? Also was sie extrem gut macht, und das muss ich sagen, habe ich vorher lange nie so gut gehabt, sind Herdöpfel in verschiedenster Art und Weise. Weil Herdöpfel spielen ein sehr starkes Grundnahrungsmittel, das es zu allem gibt. Das könntest du mir gerade hier in die Pfanne rein tun. Genau. Das ist für unseren Garten. Das ist sehr gut. Ja, also weißt, ich muss auch jetzt ein bisschen pressieren, muss schauen, dass ich ein bisschen Rosmarin abschneide. Eine halbe Stunde ist schon nicht viel, hä? Eine halbe Stunde ist nicht so viel. Ja. Schneide ich auch gleich einen ab und dann tue ich das rein. Und ein bisschen Thymian. Hast du Bouillon separat gekocht? Also Bouillon tue ich immer kochen und frühen. Nein, das ist Bouillon, habe ich jetzt da hinten rein, oder? Jawohl. Und jetzt da und das ist der Wein, der reinkommt. Das ist der Wein. Und jetzt tue ich den Rahm da drin, oder? Tue den Rahm drin und tue den auch reduzieren. Und ganz am Schluss tue ich den Bouillon drin. Der Wein, Entschuldigung, den Wein drin. Also wenn du jetzt das probierst, das ist ein bisschen süß auch. Bier ein bisschen süß ist der Muskateller, oder? Tue mir ein bisschen von dem drin, dann muss ich aber noch einen zweiten haben. Da habe ich gesehen, dass der so süß ist. Das ist ein bisschen süß. Ich muss ein bisschen rein tun. Das ist mal ein bisschen süß, dass du den Rest hier hast. Ich brauche eben auch Säure drin. Jetzt nehme ich hier noch ein Verdecho, den ich noch ein bisschen reduziere. Aber für mich ist es eben so, dass ich hier hinten als Säure ein bisschen Zitronensaft rein tue. So. Und das gibt dann die Machelsauce. Und dann tue ich hier auch noch ein bisschen Gräpfrisaft. Die Gräpfri gibt eine leichte Bitterkeit, gibt aber wunderschöne Aromen. Musst du dann schauen. Sehr gut, jetzt muss ich hier unsere Betonröhre, also nicht Betonröhre, hoffe nicht, dass die haben. 15 Minuten haben wir jetzt noch. Ich will was jetzt auch noch machen. Die Filet grilliere und das ein bisschen abstehen lassen. Wir bröteln sie aussen ganz heiß an und tun sie nachher abstehen lassen und tun sie nachher hier bei 70 Grad ein bisschen offen hinein. Dann kriegen die wunderschöne Aromen. Wichtig ist auch, dass man hier zuerst eben die Aubergine und den Fenchel da drin macht mit den Zwiebeln. Und erst, wenn das etwas weich ist, schon, dann tust du erst Zucchetti drin. Weil Zucchetti brauchen viel weniger lang. Und die Tomaten, die tun wir ganz am Schluss drin, um ein bisschen Farbe zu geben. Dann ein bisschen Lädersel drin. Die Äpfel, die wir drin tun. Wir sehen, wir tun ein bisschen Äpfel drin. Die tun wir jetzt einfach ein bisschen rein, weil die spielen keine Rolle, wenn sie ein bisschen verkochen. Wir nehmen nicht alle, so süß muss es nicht werden. Also, da haben wir jetzt eben das Gratin, haben wir jetzt Zwiebeln, Knoblauch, Fenchel, dann haben wir Aubergine drin, Tomaten haben wir jetzt drin und Töpfel, plus Rosmarin, Thymian und Lorbeer. Gut, jetzt könntest du noch, wenn du wettest, könntest du noch Bier ein bisschen von dem Käse raffeln. Die raffeln, genau. Ein bisschen drauf raffeln. Und dann kann man den Gorgonzola auch noch ein bisschen verschneiden. Unterdessen tue ich die beiden Filet. Es sagen ja viele, man soll nicht vorwürzen, das Filet. Das ist ja so, dass Salz ja Wasser zücht. Mhm. Aber das Fleur de Sel ist eigentlich Grobsalz. Das löst sich erst auf, wenn man es wirklich 10 Minuten so? Durchsteht. Ja, das ist ja, kannst du noch ein bisschen mehr. Das löst sich eigentlich schon auf. Aber es müsste mindestens eine Viertelstunde stehen. Und weil ich es gerade sofort brauche, löst sich das nie so schnell auf. Dann tue ich hier ein bisschen Butter drüber. Nicht zu viel. Und tue die zwei da schnell. So. Dann, weißt du, was ich vorher gesehen habe? Das hat mich noch überrascht, dass du mit einem Auto gekommen bist. Die haben gemeint, du fährst nur ein bisschen dort. Nein, ich habe ein Auto, brauche es einfach, wenn es Sinn macht. Ja, klar. Dann nachher nicht lange diskutieren, oder? Ja.
Aber ich habe jetzt schon irgendwie knapp 3.500 Kilometer gemacht. Also kann ich mich in Standschäden mit meinen Fahrzeugen. Das ist natürlich schon so. Du musst ja auch irgendwie 5 Grad sein lassen. Ich meine, zwischendrin ist das einfach nicht anders möglich. Und wenn du so engagiert bist, ist das gerne nicht möglich, oder? Wobei, ich muss sagen, das meiste ist mit dem Zug deutlich besser, ja, weil ich im Zug Zeit habe zum Arbeiten. Ich kann mich auch von einer Sitzung auf die andere entweder vorbereiten oder, ja, einen Moment ein bisschen, ja, einfach einen Moment Ruhe. Ja. Und von dem ist das Auto meistens noch Stress. Also ich, ja, vermeide es, eigentlich, ja, das Auto zu nehmen. Es ist wirklich die außergewöhnliche Situation. Wenn es regnet und ich sehe, jetzt wird es ganz eng mit dem Termin, dass ich mal sage, so, jetzt fertig, jetzt nehme ich das Auto. Oder? Ja, ich glaube. Könntest du mir das noch ein bisschen schneiden? Das kann ich gerne, ja, machen. Jetzt tun wir das eben da schnell in unseren Holdermat reinstellen, um es ein bisschen abstehen zu lassen. Das tun wir jetzt in Grad. Also schneiden ist da mehr für Schmieren bei dem Gorgonzola. Ja, das ist schon gut. Wir tun das nur oben drauf legen. Da haben wir das Gerät hier drin. So wie es ist. Und all die Kräuter rauslesen. Ich muss noch schauen, wie es im Aroma ist. Und ein bisschen von denen da noch drunter. Von diesen Basilikumblättern. Mhm. Du sagst jetzt, also ein guter Koch, der probiert das selber, was er gekocht hat. Das, also, ist, also früher hat es doch geheissen, das darf man in einem Restaurant gar nicht machen, oder? Probieren. Das ist ja so ein bisschen. Vor allem im Kochenbereich, wenn du kochst, musst du dir sicher sein, dass das auch wirklich gut ist. Also das heisst, auch der Profi muss es probieren, um sicher sein, dass es gut ist. Nicht nur der Laie wie ich. Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Ich finde, das hat nichts mit dem zu tun. Ich kann natürlich, muss auch sagen, du hast in deiner Hand schon Gefühl. Aber das Gefühl, das du in deiner Hand hast zum Würzen, das, du weißt ja, wie das ist. Das ist natürlich, ich kann nicht sagen, habe ich jetzt ein Gramm genommen oder anderthalb oder eins, drei Viertel. Und der das ist schwierig. Zwischen einem Chemiker und einem guten Koch ist eigentlich nicht so wahnsinnig gross. Aber der Unterschied ist das, was der Chemiker macht, kannst du nicht essen am Schluss. Ist einfach ungenießbar, ja, oder giftig, oder? Du bist bei der Schiva da. Ja, gut, dort ist es Aroma. Machst du Aroma, dann geht es schon, oder? Ja, dann ist wieder etwas anderes, ja. Jetzt weißt du, was du noch machen könntest. Wir müssen das Menü anschreiben, wenn du willst. Kannst du es auch zeichnen? Ja, zeichnen, nicht meine Stärke. Nicht meine Stärke. Bin ich auch immer unter gut Besuch drin im Zeugnis. Also, das Rindsfilet mit. Rindsfilet Morcheln, oder? Rindsfilet mit Morchelsauce, genau. Sardeli. Und dein Gratin? Südländischer Gratin mit Gorgonzola überbacken. Hier tue ich Rahm mit Morchelsauce noch ein bisschen rein. Ich tue jetzt aber hier den Verdecher noch rein, weil es etwas zu wenig Säure drin hatte. In meiner Morchelsauce gebe ich auch noch ein bisschen Zitronensaft. Ja, hier unten rein. Also, jetzt haben wir hier unsere Morchelsauce. Viele haben wir im Ofen drin. Hier kommen die Teigwaren. Die haben jetzt noch Minuten. Dann sind die auch fertig. Und der Gratin da oben drin, siehst du, hat auch noch gute Minuten. Dann ist er ganz fertig. Ich tue noch ein bisschen rauf. Dann noch ein bisschen rauf. Dann auf 210. Dann kommt noch ganz gute Krusten oben drauf. So, ich wäre eigentlich fertig mit dem Ganzen. Es sind genau 30 Minuten sind jetzt. Also ist eigentlich tipptopp gegangen. Genial. Und für euch, liebe Zuschauer, wenn ihr wissen wollt, ob der Martin Bäumli das auch wirklich gerne hat, dann müsst ihr dranbleiben. Es geht gerade weiter. Trotz 70 Franken Budget und viel Zutaten war viel Platz zum Gespräch mit dem Politiker. Aber es wurde ernsthaft gekocht worden und die Meinung von Martin Bäumli zum Resultat ist für einen Politiker einfach und klar. Was er genau gesagt hat, sehen Sie nach einer kurzen Pause. Es schmeckt schon ausgezeichnet. Aber jetzt wollen wir mal schauen, wie es dann auch ist zum Essen. Menü Surprise wird Ihnen präsentiert von Spar, Force und Stellongi. Menü Surprise wird Ihnen präsentiert von Spar, Force und Stellongi. Der Finanzdirektor von Dübendorf hat ein gutes Händchen und 70 Franken Budget gezogen.
Mit dem Geld hat er sich Pasta, Gorgonzola, Gemüse, Früchte, ein Rindsfilet und Murchle geleistet. Nach dem Motto «Klasse statt Masse» hat es Rindsfilet mit spezieller Pasta gegeben, dazu einen Gemüseauflauf und über das Fleisch Murchelsauce. Fein sieht es aus. Ob es auch ist, das finden wir jetzt raus. So, jetzt sage ich auch sagen, was wir da drauf haben. Speziell war es dem Gratin, den wir gemacht haben, mit dem Gorgonzola oben drauf. Dann haben wir hier die Murchelsauce mit der Muscatsauce und der Zitrone und Grapefruit drin. Das war speziell. Das Rindsfilet. Kannst du probieren, Martin? Ich wünsche dir einen guten. Danke, mache ich gerne. Es schmeckt schon ausgezeichnet. Aber jetzt wollen wir mal schauen, wie es dann auch ist zum Essen. Das ist es eben. Man merkt in der Morgensauce, dass, was du alles drin hast. Wenn ich es nicht wüsste, könntest du nicht auf Grapefruit. Aber weil ich weiss, dass du es drin hast, spürt man es ausgezeichnet, muss ich wirklich sagen. Ich bin natürlich Fan von Morchelsauce und Rindsfilet, aber also, so hat man es jeden Tag. Der Gratin ist vielleicht noch speziell, der ist halt das, ein bisschen... Ja, bei dem Gorgonzola hat er eine Aufgabe gegeben, oder? Aber, ja, ja, aber ich glaube, dass, wenn du das gerne hast, dann ist das schon etwas... Mhm. Sehr gute Kombination, ja, muss ich sagen. Obendrauf haben wir ja noch ein bisschen Mandeln tun, ganz wenig Mandeln. Mit dem Gorgonzola zusammen passt das. Genau, wie es ein guter Koch muss es sein. Dass man nicht merkt, was drin ist, genau, aber es kommt doch irgendwie zur Geltung. Also, das ist doch schön. Sensationell. Und schauen wir noch den Wein an. Also, zum Wohl. Zum Wohl, ja. Der Wein ist ein Pinta, es kommt aus dem Toro. Das ist einer der ganz grossen Weins im Toro. Toro ist halt ein sehr heißes Gebiet, macht sehr üppige, sehr runde Weine. Richtig ein toller Wein. Macht richtig Spass. Ja, sehr ein schöner Wein. Ja. Wunderbar. So. Jetzt habe ich noch ein bisschen etwas hier, die Kiwi vergessen. Aber ich habe gedacht, das ist noch die Heimverpflegung für dich. Und das hat sehr viel Vitamin, dass du auch heimfahren kannst. Wunderbar. Euch, liebe Zuschauer, wenn ihr auch mal so eine Gratin machen wollt, die etwas speziell ist, dann könnt ihr das Rezept nachlesen oder anschauen auf www.menisurpris.tv, www.sat1.ch. Oder neu haben wir auch eine App für das iPhone. Dir, Martin, herzlichen Dank, dass du da warst. Und ihr, liebe Zuschauer, ich hoffe, ich sehe euch nächste Woche wieder. Jetzt kommt ein Wettbewerb. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Zum Wohl, Martin. Zum Wohl, Beat. Machen Sie mit beim Menü-Surprise-Wettbewerb und gewinnen Sie jetzt eine von zwei Spargeschenkkarten im Wert von je 100 Franken, die in rund 160 Sparsupermärkten in der ganzen Deutschschweiz einlösbar sind. Aus allen richtigen Antworten verlosen wir Ende Jahr den Hauptpreis. Ein einmaliges Menü-Surprise-Package im Wert von weit über 10'000 Franken. Und das beinhaltet einen exklusiven Kochkurs für 10 Personen mit dem Beat Godouf, offeriert vom Mega Küchencenter. Ein Kombi-Steamer von Force für Resultate wie vom Profi. Der Cooking-Chef von Kenwood zum Kneten, Hacken, Mixen und Kochen. Und dazu einen riesigen 2'500 Franken Gutschein von Spar, dass Sie sich alle kulinarischen Wünsche erfüllen können. Mitmachen ist ganz einfach. Beantworten Sie uns folgende Frage. Wer ist heute zu Gast beim Menü Surprise? Ist das A, der Martin Bäumle? Dann rufen Sie auf die Nummer 0901 123401. Oder schicken Sie das Keyword «Surprise» an, an Zielnummer 4636. Oder ist es B, der Martin Sutter? Dann rufen Sie auf die Nummer 0901 123402. Oder schicken Sie das Keyword «Surprise B» an Zielnummer 4636. Gratis-Teilnahme ist per WAP möglich. «Menü Surprise» wird Ihnen präsentiert von «Spar». Force und Stellungi.